Print pants out of control. It's Red Bull with the big ass brawl. And like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Showbarkeeping von seiner schönsten Seite. 28 Teilnehmer aus 8 Nationen ließen in Wiesbaden bei der 4. German International Flair Open die Flaschen fliegen. Flair ist eine Sache, das ist eine Kunst, das ist ein Flair-Tender, die trainieren auch 4 Stunden am Tag. Und natürlich auch, das geht um den Schwierigkeitsgrad. Und natürlich ist es auch ein Thema, dass man sagt, Flair ist ein Künstler, ein Bartender. Das ist eine andere Art von Show-Bartending oder von Barkeeping. Einer der Teilnehmer ist Hüseyin Kiraj aus Wiesbaden. Er arbeitet seit 6 Jahren in einer Bar in Mainz und ist seit 10 Jahren Showbarkeeper. Bereits zum 35. Mal nimmt der 31-Jährige an solch einem Wettkampf teil und kann auch schon einige Erfolge verzeichnen. Und jetzt hat er hier seinen großen Auftritt. Auch wenn nicht alles glatt lief, rechnet sich Hüseyin gute Chancen aus. Dritte, vierte oder weiß ich nicht, wir gucken. Aus aller Welt waren die Wettbewerber nach Wiesbaden angereist, um ihr Können zur Schau zu stellen. Bruno Van Zahn aus Italien arbeitete sogar schon in Las Vegas in einer Bar. Und dass er showerprobt ist, zeigt sich hier ganz deutlich. Eine 6-köpfige Jury guckt heute mal etwas tiefer ins Glas und achtet auf jede Bewegung der Teilnehmer und jeden Tropfen, der die wirbelnde Flasche verlässt. Was am besten bewertet wird, ist Entertainment und Präsenz, wie die Gäste, wie die Teilnehmer sich präsentieren und so, wie mit dem Publikum umgehen. Ein Frischling auf dem Gebiet des Wettkampfes ist der 24-jährige Timo Wessels aus Emden. Die 4. Flair Open ist auch erst sein 4. Wettkampf. Ich habe in den letzten 3-4 Wochen, glaube ich, den Tag 2, 3, 4 Stunden trainiert und immer die gleiche Routine, immer die gleichen 5 Minuten, immer wieder, immer wieder. Trotz seiner Nervosität und der scherbenreichen Generalprobe gelingen dem jungen Ostfriesen fast alle seine Moves. Doch die ein oder andere Flasche geht dann doch zu Boden. Nach seinem Auftritt ist Timo stolz. Doch, eigentlich ganz gut, weil vor ein paar Wochen war es viel, viel, viel schlechter. Ich habe dazugelernt, ich habe neue Moves eingebaut, sichere Routinen. Ja. Dann kommt die große Entscheidung. Wer schafft es ins Finale? Insgesamt 8 Teilnehmer werden aufgerufen. From Wiesbaden ist Hüseyin Kiraj. Hüseyin hat es geschafft. Timos Name wird leider nicht aufgerufen. Im Finale packten die Finalisten dann ihre schwierigsten Tricks aus. Manchmal befanden sich bis zu 6 Objekte gleichzeitig in der Luft. Doch am Ende kann nur einer gewinnen. Hüseyin schafft es auf Platz 6. Sieger wird der Pole Tomasz Malek. Der glückliche Gewinner bekam nicht nur 2000 Euro Siegesprämie, sondern qualifizierte sich automatisch für die Weltmeisterschaft. Also wenn Sie demnächst mal länger auf Ihren Drink warten müssen, nicht sauer sein, denn vielleicht wird ja im wahrsten Sinne des Wortes geschüttelt, nicht gerührt.